Laut VDH, dem Verband für das Hundewesen in Deutschland, leben in der Bundesrepublik fast 10 Millionen Menschen mit mindestens einem Hund im Haushalt. Allein diese Zahl beweist die hohe Sympathie. Doch gibt es nicht nur Hundeliebhaber. Vor allem in der Stadt sind unter anderem die unaufgeräumten Hinterlassenschaften der Vierbeiner immer wieder Grund für Ärger. Angriffe von Hunden auf andere Tiere oder gar Menschen sorgen für berechtigten Unmut. Über die Einführung eines Hundeführerscheins wird diskutiert, besonders bei Listenhunden. Und hier sind wir beim Thema. Wer trägt die Schuld? Hund oder Hundehalter? Bei den Hundehaufen steht das außer Frage. Doch häufig ist der Mensch auch dafür verantwortlich, wenn der Hund aggressiv ist. Bewusst oder unbewusst. Was gibt es für Gründe, sich einen Hund anzuschaffen? Was haben die Menschen für Erwartungen? Das ist die Daisy, ein Schnauzer Schäferhundmix, ca. 2011 geboren. Eine aufgeweckte junge Hündin, sucht ein Zuhause mit Haus und Garten. Seit über 10 Jahren gibt es auch bei uns eine Sendung, in der Tierheime die Möglichkeit haben, ihre Schützlinge zu vermitteln. Während der Dreharbeiten unterhielten wir uns mit Mitarbeitern und Besuchern sehr oft über das Thema Hundehaltung. Natürlich liegt es in der Natur der Dinge, dass man an diesem Ort ausschließlich Hundefreunde findet. Doch die sind durchaus selbstkritisch. Viele Mitarbeiter und auch die Tierheimleiterin vom Tierheim Kandelhof haben auch Privathunde. Eva Heuers Hund heißt? Günther. Günther? Jawohl. Wie kommt man auf Günther? Der hieß schon Günther. Der hieß schon Günther. Der ist aus dem Tierheim? Der ist aus dem Tierheim. Den ganzen Tag von Hunden umgeben und dann nach Feierabend auch noch? Wenn man Tiere liebt, ist es eigentlich ganz normal, dass man Tiere zu Hause hat. Hatten Sie schon immer Tiere zu Hause? Ja, schon immer, seitdem ich denken kann. Warum man Hunde haben sollte, für Eva Heuer ganz einfach. Es reicht schon aus. Dass sie da sind. Einfach nur, dass sie da sind. Dass man sie um sich hat, dass man sie gern haben kann, das langt schon. Manchen Hundefreund reicht auch schon eine Teilzeitbeziehung. Und schön, sitz. Drück sie. Und seit 12 Jahren gehen wir jedes Wochenende, ich mit meiner Frau, jedes Wochenende hier ins Tierheim und führen Hunde aus. Ich war der, der immer mit musste und gehe aber auch gerne selber. Seit 1,5 Jahren besucht er seine Trixie jedes Wochenende. Er hat ihr schon viel beigebracht und das macht den Plauner sichtlich stolz. Doch möchte man das Tier nicht lieber immer um sich haben? Gerne, aber ich gehe früh um 6 aus dem Haus und komme abends um 5 nach Hause. Und auf Arbeit kann ich den Hund nicht mitnehmen und das wäre aus meiner Sicht her jedenfalls Tierquälerei. Eine sehr vernünftige Einstellung. Hunde in kleinen Wohnungen mit wenig oder keinem Auslauf machen nicht selten Probleme. Dauerwinseln oder Bellen belasten nicht nur Nachbarschaftsbeziehungen, sondern sind natürlich besonders für die Hunde problematisch. Eike Voss genießt die Beziehung und er ist sich darüber im Klaren, dass sie abrupt enden kann, sollte der Hund vermittelt werden. Was passiert dann? Dann muss ich mir einen anderen Hund raussuchen. Aber da würde schon die Träne fließen, oder? Ja, sicher. Ne? Weil es einfach mein Schatz ist. Die Gründe für die Anschaffung eines Hundes sind vielfältig. Einer davon ist, Hunde brauchen Bewegung und Menschen auch. Ja, spazieren gehen kann man mit ihm, rennen kann er. Also der hat eine Ausdauer für seine 9 Jahre, das ist echt Wahnsinn. Auch Eike Voss liebt lange Runden mit seiner Trixie. Ja, bis nach Drogen rüber. Also das ist eine lange Runde. Das sind, sagen wir mal, hin und zurück 10 Kilometer. Aber nicht nur gemeinsame Ausflüge binden, natürlich auch die Kuscheleinheiten, die er braucht, und aber auch ich, die gibt er immer auch wieder zurück. Wieland Dehne aus Schmölln fasst zusammen. Ja, und das macht Spaß. Du musst mit dem Hund unterwegs sein und du hast keine Langeweile. Und es ist schön, wenn man spürt, dass einem das Tier nach einer Trennung vermisst und war sie auch noch so kurz. Der Hund freut sich mehr, wenn ich eine Minute weg war, als die Frau. Das können wir rausschneiden, ja. Aber ich meine, wir gehen jetzt und kommen wieder. Der freut sich, als wären wir 3 Wochen nicht da. Gell, Tini? Ja, Tini? Du bist unser Liebling, ne? Und ich sage mir noch eins. Wer keine Tiere liebt, liebt auch die Menschen nicht. Der Hund ist für viele oft mehr als ein Freund und Gefährte. Er ist Familienmitglied und wird dementsprechend behandelt. Geht es ihm schlecht? Dann fließen Tränen. Dann wird alles Mögliche gemacht, um dem Tier zu helfen. Man geht zum Tierarzt, man macht dies, macht jenes. Das alles ist völlig in Ordnung. Hundehalter tun für ihre Vierbeiner oft alles. Doch bei aller Liebe und Zuneigung darf man die Erziehung nicht vernachlässigen.
Bei der eigenen sollte man anfangen. Thema Hundehaufen. Also ich bin ganz dafür, dass jeder seinen Beutel mit hat und die Kacke wegräumt. Das, was der Hund macht, das gehört dazu. Wenn ein Kind irgendwas macht, dann muss man es auch wegmachen. Und genauso ist es mit dem Hund. Und ich dürfte keinen dabei sehen oder sowas, dann würde ich sofort ansprechen. Die, die ordentlich sind und das wegmachen, werden genau dann damit so in den schlechten Ruf mit neigebracht. Und das ist halt nicht in Ordnung. Einige wenige sorgen für den schlechten Ruf von vielen. Das ist nicht nur bei den Hundehaufen so. Auch bei dem Thema Kampfhund. Auch hier ist der Mensch in erster Linie verantwortlich. Und außerdem... Du kannst aus jedem Hund einen Kampfhund machen, wenn du das willst. Also ich habe hier genug auch Kampfhunde kennengelernt. Staffordshire oder American Pitbull und sowas. Und das waren ganz, ganz liebe, verschmuste Hunde. Dass das mal passiert, dass ein Hund jemand beißt oder sowas, das passiert ja bei den kleinsten Hunden und das passiert ja bei größeren Hunden. Und das ist aber nicht rassespezifisch. Fazit: Der Hundehalter ist für alles verantwortlich, was der Hund tut. Ohne Leine läuft die. Wahnsinn. Ordnungsamt freut sich immer. Kriegt von mir das Geld. Nicht nur das Ordnungsamt ist der Meinung, dass Hunde in bestimmten Bereichen angeleint werden müssen und sind sie auch noch so klein und niedlich. Da ist das Hundehalterherz hin und her gerissen. Das Tier will sich doch auch mal auspowern. Im Wald, da sieht es niemand, da ist auch keiner. Weit gefehlt. Was schiefgehen kann, das geht auch oft schief. Gerade im Wald gibt es nicht nur auch andere Menschen, ohne und mit Hund, angeleint oder nicht, sondern natürlich auch wild. Zum Schutze dessen und nicht zuletzt des Hundes wegen sollte man die Vorschriften beachten. Eine Möglichkeit, den Hund zu fordern und zu erziehen, ist die Hundeschule. Hunde aus dem Tierheim haben eine Vergangenheit. Nicht immer ist sie bekannt. Hundeanfänger sind da oft überfordert und selbst Profis brauchen viel Geduld. Beim handprivaten Hund war das Problem, dass er alle angebellt hat, die er nicht kennt. Dass er ängstlich ist, dass er zurückhaltend ist. Aber das haben wir soweit gut in den Griff gekriegt. Eva Heuer rät Hundeanfängern zu älteren Hunden. Ja, du bist ganz lieb. Ältere Hunde sind genügsam, sind ganz sehr dankbar. Ältere Hunde kann man nur gern haben. Fassen wir zusammen. Wer sich einen Hund anschafft, der hat mit Sicherheit viel Freude, aber eben auch Verantwortung. Die sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bevor Sie sich einen Hund vom Züchter kaufen oder noch besser aus dem Tierheim holen, informieren Sie sich eingehend. Welcher Hund passt zu mir? Habe ich überhaupt die Möglichkeit, ihn artgerecht zu halten? Verfüge ich über spezielle Erfahrungen für bestimmte Rassen? Und. Machen Sie es sich nicht zu einfach, denn im Zweifelsfall tun Sie sich und dem Tier keinen Gefallen, sollten Sie zu leichtfertig entscheiden. Jetzige und künftige Hundehalter haben es in der Hand, welche Akzeptanz der Hund in der Gesellschaft künftig haben wird.